Verhütungsmethoden, die Pille. Die Pille ist natürlich ein Segen für die Frauen gewesen. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. In meinem Alter bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass die Pille mir nicht mehr in den Körper kommt, weil ich neulich schon wieder einen Bericht darüber gelesen habe, dass eine junge Frau an einer Lungenembolie gestorben ist, also Thrombosenbildung und so weiter. Man weiß, dass bestimmte Pillenformen das begünstigen, zumal bei Raucherinnen. Und natürlich sehe ich ein, dass Kondome, besonders wenn man jung ist und sexuell hyperaktiv, so wie man das halt dann ist, wenn man gerade frischen Freund hat und im Grunde nichts anderes tut, außer im Bett rumturnen oder sonst wo, da ist die Pille sehr, sehr praktisch. Sie ist sowieso überhaupt praktisch, aber man sollte sich ganz genau überlegen, was man in seinen Körper reinstopft und was nicht. Es gibt ja auch noch Alternativen, so ist es nicht. Trotzdem muss man sagen, die Pille immer noch das sicherste Mittel und natürlich auch eigentlich das einfachste. Überlegt dennoch, was ihr runterschluckt. Ich bin mit Medikamenten immer eher vorsichtig. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel und zwar entweder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?